Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mal wieder alleine unterwegs, ohne Keks und ja. Der Grund dafür ist, dass Keks krank ist und ja, ich finde das richtig traurig. Auf jeden Fall, das ist ein kleines Erklärvideo, also ihr könnt euer Handy irgendwo hinlegen, falls ihr es auf eurem Handy guckt, weil das wird jetzt nur so aussehen. Also es ist halt so, ich bin halt jetzt nicht mehr so lange bei Keks gewesen, weil sie ist krank. Sie muss da ein bisschen spucken. Und auf jeden Fall, ihr versteht das, hoffen wir es. Und wir wollen ja auch euch beschäftigen. Und falls die, wo uns abonniert haben, und jetzt halt immer noch ganze Zeit gucken, dann tut's mir leid. Also uns, wir wollen halt auch ein paar Abonnenten wieder bekommen und es wäre auch richtig nett, wenn ihr uns ein paar Abos gibt, weil wir haben ja jetzt noch nicht so viele, wie wirklich die anderen, die Profis haben. Und ja, sind ein bisschen traurig, sage ich mal so. Und naja, es ist nicht so tragisch, dass sie es nicht gemacht hat. Aber die anderen sind schon bei 100.000 Abonnenten und haben es geschafft. Wir sind gerade mal bei 2 Abonnenten und machen das schon ein paar Tage lang. Und es ist halt so, dass wir auch ein bisschen depri sind. Und wir auch ein paar Abonnenten bekommen wollen. Und es ist auch so, dass halt Keks und ich halt nicht jeden Tag drehen können. Das wäre zu viel. Außerdem bin ich nicht jeden Tag bei Keks. Und es gibt auch einen idealen Grund, warum wir gerade nur diese Shorts posten und so. Oder halt nur Sorry oder so. Oder halt nur ganz kurze Videos. Es ist halt so, dass wir gerade richtig wenig Zeit haben, uns zu treffen. Weil Keks ja krank ist. Und ja, das ist halt nicht der ideale Zeitpunkt dafür, jetzt so zu ihr zu gehen. Weil sonst stecken wir uns ja an und dann können wir beide gar keine Videos mehr machen. Das ist ja auf jeden Fall auch blöd. Und ja, auf jeden Fall, wir sind noch komplette Anfänger. Und ja, falls ihr uns nicht mögt und gleich umschalten wollt, auf jeden Fall, nimmt dieses Video bitte ernst. Es kommt vom Herzen. Und es ist auch so, wie ich schlage euch ein paar Kanäle vor, die ihr jetzt auch umschalten könnt, wenn ihr meine Videos auch nicht mögt. Zum Beispiel wie Maxify. Maxify hat einen Dino auf dem Bild, also so einen kleinen Dino. Er ist weißhaarig auf dem Bild und ich finde ihn ein cooler YouTuber auf jeden Fall. Grüße an dich raus, obwohl du es gar nicht siehst wahrscheinlich. Grüße. Grüße, Grüße. Auf jeden Fall, der zweite ist Dom Dento. Dom Dento macht 2 Videos am Tag. Ich finde das sehr, sehr fleißig von ihm. Auf jeden Fall gratuliere, dass du schon so viele Abonnenten geschafft hast. Auch an Maxi. Und schaut auf jeden Fall auch bei ihm vorbei. Er heißt Dom Dento, hat ein D auf seinem Accounts-Bild und ich finde ihn richtig toll. Die zweite ist Ava Max. Ava Max ist keine YouTuberin, sondern eine Sängerin und sie hat schon 5 Millionen Abonnenten. Und ich mag halt Ava Max, deswegen habe ich sie auch abonniert. Es gibt auch eine Lady Ro. Lady Ro, sorry Dom Dento, Dom Dento auf jeden Fall auch Grüße an dich. Und Lady Ro ist auch eine YouTuberin. Sie heißt Lina. Ihr Bruder heißt Dima und ihre Mutter Rode oder ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall schaut auch auf ihrem Kanal vorbei. Sie macht auch ein paar Shorts. Da heißt sie Lina Rode. Und ja. Welchen Kanal gibt's noch? Ah, Paluten. Schaut auf jeden Fall auch noch bei Lidiro, Mann, ich vergesse das ganze Zeit zu grüßen. Grüße an dich raus, Lidiro. Paluten. Paluten ist auch ein richtig witziger YouTuber und ich schaue ihn auch sehr gerne. Ja, auf jeden Fall auch noch Grüße gehen raus an dich. An Rebecca Wing möchte ich auch noch was sagen. Rebecca Wing macht auch tolle Videos, schaut auch bei ihrem Kanal vorbei. Und auf jeden Fall Grüße an dich raus.
Auf jeden Fall, Leute. Warum sage ich ganze Zeit auf jeden Fall? Okay, auf jeden Fall. Echt jetzt? Okay, es ist. Ich hoffe, ihr versteht es jetzt. Und ja. Bald machen wir wieder ein paar Pferdevideos. Und ja, ich würde dann sagen. Bye.